In diesem Video und in den folgenden Videos soll es um Kurven im ROCn gehen. Damit meinen wir eine bestimmte Menge von Funktionen und diese Menge von Funktionen, die wir damit meinen, die sind in dieser Definition erstmal festgehalten. Also damit wollen wir erstmal anfangen, dass wir klären, worüber wir eigentlich reden. Also, wir gehen mal erstmal davon aus, dass wir ein Intervall haben. Groß I, das ist ein abgeschlossenes Intervall von A bis B. Und zwar muss A echt kleiner b sein. Also so ein Punktintervall ist damit nicht gemeint, sondern es muss ein echtes Intervall sein. Ja, abgeschlossen dabei. So, wenn wir jetzt eine stetige Funktion haben, die nennen wir klein Gamma, die auf diesem Intervall I definiert ist und nach R hoch L, L ist irgendeine Dimension, die wir uns wünschen können, abbildet, ja, und zwar stetig, dann heißt diese Funktion nicht nur einfach Funktion, so wie wir das schon kennen, sondern wir nennen sie sogar Weg. Ja, also das ist ein Weg. Und dieser Weg hat einen Anfangspunkt, und jetzt kann man natürlich überlegen, wo könnte der wohl sein? Das ist natürlich an der Stelle Gamma von A. Da, wo also dieser Weg anfängt, das ist Gamma von A, und der Endpunkt, den nennen wir also Gamma von B, das nennen wir diesen Punkt, nennen wir Endpunkt. Ja, man muss sich dieses Intervall I vorstellen als Zeitintervall. Ne? Also zu einem Zeitpunkt A fangen wir an hinzuschauen, was macht denn unsere Funktion Gamma, und zu einem Zeitpunkt B hören wir auf hinzuschauen. Ja, also zum Zeitpunkt A fangen wir an, da sind wir natürlich bei Gamma von A, und zum Zeitpunkt B hören wir auf, da sind wir natürlich bei Gamma von B. So, und falls eine Nebenbedingung gilt, nämlich Gamma von A ist identisch mit Gamma von B, wenn also der Weg dort anfängt, wo er auch aufhört, ja, dann nennen wir dann diesen Weg nicht nur einfach Weg, sondern wir nennen ihn einen geschlossenen Weg. So, jetzt haben wir also einen geschlossenen Weg für den Fall, dass Start und Endpunkt gleich sind. So, jetzt heißt dieser Abschnitt aber Kurven im ROCn. Das heißt, was ist jetzt eine Kurve? Weg haben wir jetzt definiert. Ja, und Kurve definieren wir jetzt im Rest der Definition. Also, wenn wir wieder eine stetige Funktion haben, das hier ist das große Gamma, also nicht das kleine Gamma, sondern das große Gamma. Und diese Funktion Großgamma ist definiert auf J und bildet ab nach R hoch L. Und zwar ist J dabei nicht irgendeine Menge, sondern es muss ein Intervall sein. Jetzt ist es aber nicht mehr Voraussetzung, dass das Intervall ein geschlossenes Intervall von A bis B ist, sondern es darf ein beliebiges Intervall sein. Ja, und wenn das der Fall ist, wenn wir also solche stetige Funktionen haben, dann sprechen wir nicht von einem Weg, sondern von einer Kurve. So, jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Was ist Kurve, was ist Weg? Also, wenn Sie sich das hier anschauen, die Definition von einer Kurve, dann ist ja nur gefordert, J muss ein Intervall sein und die Funktion muss stetig sein. So, ein Weg ist stetig und dieses I ist auch ein Intervall. Ja, sogar ein abgeschlossenes, endliches Intervall. Ja? Also, das ist ein Spezialfall. Soll heißen, ein Weg ist auch immer eine Kurve. Ja, und wenn man einen Weg hat, dann hat man einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Bei einer Kurve kann das sein, dass man einen Anfangs- oder einen Endpunkt hat, aber muss es nicht haben. Ja, warum? Weil das J, das kann man ja jetzt natürlich so wählen, wie wir das eben gewählt haben. Zum Beispiel eben hier von 0 bis 42. Aber J kann auch so aussehen. J könnte auch so aussehen. Das ist eben mal das Offenintervall von 13 bis 23 ist, ja, dann haben wir keinen richtigen Anfangspunkt und keinen richtigen Endpunkt. Ja, aber es ist auch noch völlig okay, wenn man auch ein anderes J wählt, zum Beispiel J als das Halboffenintervall von 0 bis plus unendlich. Das heißt, das sind alle nicht negativen Zahlen. Ne? Wenn man also solch ein Intervall hat, dann ist das auch ein Intervall. Es ist auf jeden Fall kein Weg, weil dafür bräuchten wir ein endliches, abgeschlossenes Intervall. Ja? Aber es ist ein Intervall. Ne? Denn hier steht ja, es muss ein beliebiges Intervall sein. Mehr muss es nicht können und das ist natürlich ein Intervall. Natürlich könnte man auch J gleich ganz R wählen. Das wäre auch möglich. Ja, aber das wäre nur ein weiteres Beispiel für ein mögliches J. Ja, das heißt, Kurven sind viel allgemeiner, können einen Anfangs- und Endpunkt haben, müssen aber nicht.
So, und in dem nächsten Video, und das deutet sich da unten schon an, werde ich dann mal Beispiele für Kurven machen und dann auch noch Beispiele für Wege natürlich. So, ich hoffe, das hat geholfen.